Okay. Ciao. Hör auf, da zu beten. Ich glaube, was ist das denn? Ist das eine Frau mit großen Brüsten oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich schieße auf Eiszapfen, um Gegner von oben zu. Das zeigt er mir jetzt an. Wo ich den schon erledigt habe, weißt du? Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob hier ein Gegner ist. Ich sehe keinen mehr. Oh, Olga. Oh, große Olga mit großen Brüsten. Da schon wieder. Ne, das sind Hände, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder, woran denkst du immer, wenn du immer nur an Brüste denkst? Ist doch egal. So. Da auch. Wen beten die denn hier an? Das sieht doch auch echt aus wie Brüste. Also jetzt hier so nicht, aber hier so. Also, entschuldigt bitte. Also, mal ganz ehrlich. Die große Mamuschka. Marmuschka, Barbuschka. Barbuschka mit großen Brüsten. Was, Uli? Was? Töte Ull. Ach, Uli habe ich jetzt gelesen. Töte Ull. Wir müssen Ull töten. Ist natürlich geil. Er hat natürlich eine mega lange Leiste wieder. Also ist das jetzt auch ein Gegner. Aha. Wenn ich jetzt wüsste. Ich jetzt wüsste, wo er ist. Guck mal hier. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wenn wir schon einmal hier sind. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier auch wieder Speere. Ja, ja, ja. Ah je. Ah je, ah je, ah je. Nutze die nur runterringenden Eiszapfen, um Ull zu verletzen und zu betäuben. Welche sind das denn? Ach, das sind die großen, ne? Mhm. Wo ist denn Ull? Da oben steht auf jeden Fall ein Gegner. Ich möchte noch, solange es geht, ungesehen bleiben. Da geht's auch lang. Ich hoffe, weil hier werden, der wird wahrscheinlich nicht nur alleine sein hier. Gegner. Gegner. Da ist Ull. Oh Mann. Ah, der steht direkt da drunter. Reicht das? Oh, oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig zur Sache. Okay, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr ducken. Ciao, mein Freund. Wo ist Ull? Warte, ich zünde den Pfeil mal an. Kann ich den hier nicht anzünden, den Pfeil? Na toll. So, warte mal. Uah. Kommst du denn her? Ach, der schmeißt auch noch Granaten. Natürlich. Der schmeißt auch noch Granaten. Selbstverständlich. Und jetzt kommen auch noch seine Kollegen. Seine Kollege Taps. Nimmt der auch Schaden? Aua, lass das. Geht doch einfach sterben. Der wollte doch einfach nicht sterben gehen. So, der ist auch weg. Ist er das? Nein, das ist er nicht. Das ist irgendwie so ein Kumpane von dem. Muss mal eben kurz gucken, wo der ist gerade. Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Ach, wir müssen ihn betäuben natürlich mit den Eiszapfen, damit wir ihn überhaupt Schaden machen können. Natürlich. Ist klar. Dazu müssen wir den erstmal. Uah. Dazu müssen wir den erstmal hier runterlocken. Und wenn du dann noch so Kollegen hast hier wie den hier, der dir den Rücken fällt. Komm hier hin.
Na, der, natürlich bleibt er natürlich auch nicht da stehen auf der Pfütze. Ist klar. Oh, Alter. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich das denn machen, bitte? Na toll, super. Survival. 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 Na toll. Wie wenig Schaden er auch einfach nimmt von dem. Nimm Schaden von meinem Speer. Okay, das bringt glaube ich so nichts. Ich glaube, ich muss das ein bisschen anders organisieren. Wir müssen den irgendwie dazu bringen, dass der unter diesen dämlichen Eiszapfen stehen bleibt. Aber der ist wenigstens nicht so ein Wurstgegner wie diese eine Ilzilia oder wie sie da sich schimpfte. So, das war's für dich. Wo ist er denn? Und wer schießt da? Ja, ist gut. Was hältst du davon, wenn er einfach mal in der Pfütze stehen bleibt? Tust du mir den Gefallen? Bist du so nett? Geh weg, lass das. Hier wäre zum Beispiel super. Kannst du hier vielleicht stehen bleiben? Ah, ja, sehr schön. So, warte mal, ich heile mich nochmal eben. La, 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 la. Ich glaube, vorbeirennen ist bei dem eine gute Taktik. Dass er an der Stelle... Na. So. Hier wäre noch eine Pfütze. Eine Pfütze. Hör auf damit. Ah, guck, wie viele Pfeile der schon im Gesicht hat. Nein, du sollst... Mann, hör doch auf. Na, lass das. Hör auf damit. Komm hier hin. Komm hier hin. Genau. Sehr schön. So. Er hat ein bisschen Schaden genommen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hilfe. Alter, wie viele sind denn hier? Voll die Demo. Die feiern voll die Demo. Survival. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich hab noch einen wichtigen Termin beim Zahnarzt. Entschuldigt, Jungs. Ich kann gerade nicht. So. Warte mal eben. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Du hast da was im Auge. Es ist... Du auch. Lass das. Lass das, habe ich gesagt. So, weg mit dir. Auf damit. Auf damit, habe ich gesagt. Auf damit. Ich piek's dir ins Auge. Das ist mein überdimensionaler Zahnstocher. So. Ach, guck mal, wer da ist. Unser Freund. Hallo. Tschüss. Es wird Zeit, dass der hier mal stehen bleibt. Hier unter diesem Eiszapfen. Also soll er mal hinkommen. Wo ist er denn? So, ciao. Alter, lass das doch. Habe ich hier gesagt, sollst du mich anfassen? Hör auf damit. Hier war doch gerade noch einer, oder? Uah, da ist noch jemand. Na. So, jetzt aber. Was mit ihm da oben? Kommt der nicht, oder was? Feiert der da oben Wochenende? Hoch die Hände, Wochenende, Kumpel. Komm her. Aua, lass das. Hier war der, ne? Ist doch... Ja, ist doch... Ist doch gut, lass das. Komm, hier hin jetzt. Na! Ja, Gott sei Dank. Bisschen getroffen. So, damit haben wir alle Eiszapfen eigentlich runtergeholt. Für ihn. Wir haben ihn einen runtergeholt. Hallo, spring da hoch. Aua. Aua, nein, Alter. Uah, Hilfe. Spring da hoch. Spring da hoch. Hallo. Hallo, wieso springt er nicht? Ah, jetzt. Natürlich in der Sackgasse. Ist eine gute Idee, wenn da unten zig Gegner stehen. Und vor allem, wenn er hier kommt. Ja.
Warte mal. Warte mal, mein Freund. Guck mal hier. Hör auf damit, habe ich gesagt. Dein Freund steht da. Alter. Ich sollte mich heilen. Aua. Nein, 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 nein. Ich sollte mich heilen. Uah, oh Gott, 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 oh Gott. Ich will diesen Bossgegner mal wenigstens mit einem Mal schaffen. Wenigstens mit einem Mal. Also beim ersten Mal, nicht so wie die Truller da. Damals. Ihr erinnert euch sicherlich daran. Survival! Guck mal hier, dein Kumpel hat da was im Gesicht. Wie viel er aber auch verträgt. Geh einfach! Boah, Alter, der schlägt einmal zu und dann sind wir fast down. Boah, ist das mies. Boah, ist das mies. Der verträgt aber auch echt viel. Einfach mal gar nicht übertrieben. Ich versuche mal hier so ein bisschen abzugrabbeln währenddessen. Während wir schon gerade einmal unterwegs sind. Lalalala. So geheilt sind wir. Wir haben genug Speere wieder. Warte mal, ich zünd mal so einen Speer an. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Wenn ich... Aua! Hör auf damit, habe ich gesagt. Ah, guck mal, wer da ist. Komm her, mein Freund. Komm her, komm mal hier. Für dich. Ah, wie er stöhnt. Als ob er gerade irgendwo im Pornokino sitzt. Hör auf. Hör auf, habe ich gesagt. Hör auf. Warte, ich muss noch mal eben anzünden für dich. So. Wilde Rumstöhnerei hier bei ihm. Ich fasse es nicht. So, läuft aber, würde ich sagen. Warte mal, wir können ja den Pfeil ja eigentlich auch anzünden, wenn wir schon dabei sind. Wir müssen ihn natürlich nur treffen. So, warte, dann nimmt er nämlich ein bisschen Schaden. Ciao, mein Freund. Was sind deine Kumpels? Haben die dich alleine gelassen oder was? Was, um genauer zu zielen, lege ein Pfeil an, indem du R2 gedrückt hältst. Und, ja, mache ich doch die ganze Zeit. Was meinst du, was ich hier mache? Meinst du, ich backe hier gerade einen Kuchen oder was? Wie am Stöhnen ist, Alter. Ich glaub's nicht. Was hat er denn vorher gemacht? Will ich das wissen? Alter. 13 Zuschauer, wupp, wupp, ne, 14 sogar, mittlerweile. So, ich werde mich nochmal eben heilen, warte mal. Ah, brauche ich gar nicht, ich bin voll geheilt. Jetzt ist es eigentlich relativ entspannend, ne, wo er alleine ist. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Ach, guck mal da, guck mal, ich habe was für dich, warte mal, guck mal. Guck mal, warte. Guck mal hier. Hier, nochmal. Ein paar Bienchen für dich. Warte mal, ich guck mal, was habe ich noch? Ich habe noch ein Bienchen, ja. Da kommt die Biene Maya gleich für dich. Na, jubel doch schon. Renn, du Sau. Warte mal. Ciao, mein Freund. Geh doch mal, Alter, wie viel er aber auch verträgt. Dieses kleine Zipfelchen an Pixel da oben ist noch sein Leben, oder was? Wo ist er denn? Der lebt noch, das gibt's doch gar nicht. Der hat fast gar kein Leben mehr. Ich fass es nicht. Jetzt mach ich alle, du Schwein. Da. Der könnte auch gut im Sadomaso-Club arbeiten, oder? Oder in so einer Hotline. Hi, ich bin Ull. Hallo, meine Freunde, ich störe dir jetzt ein vor. Er stirbt aber auch nicht. Oh, jetzt aber, komm. Wieso stirbt er denn nicht? Das gibt's doch nicht. Alter, was ist denn hier los?
Der hat kein Leben mehr oben, laut Balken. Also laut Balken jetzt. Sammeln noch mal ein bisschen hier was ab. Warte mal. Ach, guck mal an. Jetzt mein Freund. Mein Freund, du bist jetzt fällig, aber sowas von. Kumpel, das war's für dich. Guck mal hier. Alter, was? Der hat kein Leben mehr. Will das Spiel mich verarschen oder was? Das Spiel will mich verarschen. Ich glaub's ja wohl. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke von dir. Komm runter und wir regeln das wie ein Mann. Komm runter und hör auf zu stöhnen. Oh, ah, ah, oh, Was ist denn jetzt mit ihm? Hallo, mein... Hör auf zu werfen, ich werf auch. War es das jetzt mal so langsam mit ihm? Meine Güte. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Was? Nein. Was? Nein. Udam, der Tod von Ull. Sieg. Huiuiuiuiuiui, spannend. Mein Gott, Spannung pur. Alter Schwede, war das spannend. Aber der war definitiv einfacher wie der andere Bossgegner. Wie diese dämliche Trulla da, die wir ins Feuer schmeißen mussten am Ende. Für die Leute, die es ja gesehen haben. Geil. Wenjai Palhumansi darf Bataka. No, Udam Winja Dwaya. Who?
Schlauata. Dann hit du schirsch. Ay kuspa marwa winja. Udam Heiligtum abgeschlossen. Jawohl. Sehr nice. Hallo? Versteckst du dich im Busch? Oh, wie süß. Oh, wie süß. Komm, wir spielen verstecken. Warte, ich versteck mich hier mal. Findest du mich? Ich versteck mich hier. Hallo? So. So, ich schau mal eben auf die Karte. Boah, mein Gott, wir haben ja so viele. Und ich dachte erst, das wäre der Typ, den wir gefangen genommen haben. Ja, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ne? Schaut das Let's Play. Ich dachte erst, der war das, der da, aber das wäre der Ull, der uns ja damals ja gefangen genommen hat. Das war jetzt hier oben, wo wir gewesen sind. Udam Heimat. Und ihr seht schon, also ist schon relativ viel passiert. Und, oh mein Gott, wir müssen hier oben auch noch auf jeden Fall noch hin. Da waren wir noch gar nicht. Da müssen wir definitiv noch lang. Ich weiß nicht, ob wir dann von hier da hinkommen oder von hier vielleicht. Ich bin mir da nicht sicher. Hier ist zum Beispiel auch, glaube ich, noch irgendwas. Und hier, man sieht der Kartenrand. Hier ist zum Beispiel auch noch irgendwas. Da können wir eigentlich mal hingehen. Obwohl, wir können eigentlich auch mal die Mission annehmen, die gerade bei uns im Dorf ist. Wenn wir schon dabei sind. So. Und das Dorf wächst und gedeiht. Brüste, 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 Brüste. Ich will es nur mal kurz erwähnt haben. Brüste, hier für die Männer jetzt, ja? Guck mal, hier nur für die Männer. Wenn wir schon einmal dabei waren vorhin mit dem Thema für die Frauen, hier ist auch was für die Männer, ja? So. Entschuldigt bitte. So. So. Also was hier abgeht bei Far Cry Primal ist, keine Ahnung, geht auf keine Kuhhaut. So, dann gehen wir mal in die Höhle, in die Tropfsteinhöhle. Zu unserem Gefangenen, den da. Dwarshi Gabal Puri Schwapa. Charsh Mihi Shaha. Nada Mariwalha. Sarta Gwarwai. Sollen wir jetzt eine neue Festung bauen hier oder was? Weil ihm das zu warm ist. Aha. Nordton brauchen wir dafür, um das Hütte zu erweitern. Was, der will eine neue Hütte haben? Der kriegt neue Hütte. Der kriegt alles, was er braucht. Ja, ja. So ist mein Name. Schön, dass du ihn kannst. Hast ja fleißig gelernt. So, also können wir dem auch eine Hütte bauen? Ist ja faszinierend. Mein Gott, ist das ein schöner Tag. Ich habe es ja schon im Let's Play angesprochen gehabt. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei dem Spiel, Mist, wir müssen echt jetzt auf Luto gehen. Wir müssen Ton sammeln. Wir müssen Ton sammeln. Wir müssen, ja, ein paar Bestien erledigen. Warte mal, ich werde mir das mal, damit wir neue Missionen kriegen, müssen wir echt die Hütten ausmauen. Das heißt, ich werde mir das mal eben aufschreiben, wenn wir schon einmal dabei sind, was wir da an ja, Sachen brauchen. So, ich schau mal eben. Also, wir brauchen hier jetzt, warte mal, so, seltene Hirschhaut. Haut, ich notiere mir das mal eben. Und Südahorn. So, ich habe mir das mal notiert. Dann können wir nochmal zu seiner Hütte da gehen, nochmal eben schnell. Und nochmal gucken, was er nochmal braucht da. Ach, Nordton war das, ne? Das habe ich doch, das habe ich behalten. Warte. Nordton. So, dann mal gucken, da war noch jemand anders mit auch noch mit der Hütte. Wir sind nämlich mit allen noch nicht durch. Damit wir da mal... Ja, ich habe keine Zeit. Damit wir gleich mal schauen, was wir da alles... Weil da ist zum Beispiel drüben der auch noch, unser Schamane Tensei, da unten müssen wir auch noch hin. Komme ich hier runter? Ja.
So, hier zum Beispiel, er hier, der Pissemann, der braucht auch noch seine Hütte. Was braucht er hier? Oh Gott, Höhlenbärenfell, oh Gott. Höhlenbärenfell. Höhlenbärenfell, dann Nord, der braucht auch Nordton. Was haben die alles mit Nordton? Gibt es auch einen Westton? So, Nordton. Dann haben wir das. So, dann einmal zu Tensei, den Schamanen. Ich glaube, da drüben ist, glaube ich, auch noch eine Hütte, wo wir auch nochmal hin müssen. Oder war das hier? Nee. Hallo Jungs und Mädels. Da oben muss ich hoch. Weil sonst geht es mit den Missionen auch nicht weiter und kriegen keine Mission mehr angezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst erstmal wieder ein bisschen farmen. Aua, aua, au. Nein, na, natürlich renne ich ins Feuer. Ich bin so schlau. Seltenes Löwenfell. Super. Seltenes Löwenfell. So. Also. Das wär's, glaube ich, ne? Oder? Ich schau mal eben. Haben wir denn Dorf? Ach, hier steht's auch nochmal. Guck mal. Seltenes Löwenfell, das haben wir. Hühlen, Ding, Ding, Ding. Das haben wir. Haben wir das schon? Süddorn. Nordton. Oh Gott, der braucht so viel. Oh Gott, guck mal, was der noch alles braucht. Um Gottes Willen. Seltene Beiß. Fisch. Fisch, 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 Fisch. Haut. Haut. Dann braucht er noch Südstein. Staub. So, Staub. Und Südstein. Südstein. Und Südahorn. Ahorn. Ahorn. In the middle of a street. Ahorn. So, dann haben wir alles. Ja, dann heißt es für uns jetzt, da müssen wir jetzt erstmal schauen, wo wir es herkriegen. Ich schaue auf die Karte. Und wir müssen gucken. Wir brauchen auf jeden Fall seltene Hirschhaut. Ich gehe jetzt erstmal die Tiere ab. Also seltene Hirschhaut, Höhlenbärenfell. Da ist Braun, Braunbär, Braunbär. Ich muss mal gucken, wo jetzt hier was ist überhaupt. Dass wir mal ein bisschen hier... Damit wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wo ist Hölle? Wo ist Hölle? Höhlenbär. Ach, guck mal an. Da ist schon mal Höhlenbär. Da können wir eigentlich mal eine Schnellreise hinmachen. Ich habe den Wegpunkt gesetzt. Dann können wir da schon mal Höhlenbärenfell sammeln. Wenn wir schon einmal da unterwegs sind. Dann machen wir das schon mal. Unterwegs werden wir vielleicht nochmal Nordton finden und sowas. Müssen wir mal gucken. Na. Trifft sich ja super, dass dunkel ist. So, was haben wir hier? Ist noch Belohnungslager füllen. Ach, guck mal, Beutetasche. Tierfett. Alter, was wie viel. Ach ja, ich wollte ja da eigentlich nicht rangegangen sein. Hatte ich eigentlich gesagt gehabt, ne? Irgendwann so Mitte des Let's Plays. Aber wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal. So. Lal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